Mein Name ist Michaela Birkmeier. Ich bin 25 Jahre alt und wir befinden uns im Moment auf dem Sportgelände vom TSV Oberunterhausen. Das ist mein Heimatverein und der Verein, wo ich hier die F-Jugend trainiere. Die Kinder in dem Alter haben eine Leidenschaft, einen Enthusiasmus, der steckt direkt an. Und nachdem ich ja selber auch im Fußball groß geworden bin und selber in der Damenmannschaft spiele, lag es dann eigentlich auf der Hand, das zu machen. Wir trainieren einmal in der Woche, spielen einmal in der Woche auch. Fußball verbindet für mich einfach ganz viele Elemente. Also das ist einmal der Mannschaftssport, wo man sagt, man ist im Team zusammen, man gewinnt gemeinsam, man verliert gemeinsam. Dann ist es der Ausgleich zum Beruf, zum Alltag, wenn man sagt, man ist an der frischen Luft, man kann da irgendwo seine Energien auch ausleben. Unsere F-Jugend-Jungs, die, glaube ich, die können es 24 Stunden auf dem Fußballplatz stellen, die würden Vollgas würden die da trainieren. Der pure Fußball. Gewinnen, gewinnen, Tore schießen ist eigentlich so deren Motto. Man fragt sich dann nach einer Stunde, nach eineinhalb, die müssten jetzt eigentlich heimgehen und müssten ins Bett fallen, weil sie so kaputt sind. Ist aber nicht so. Jetzt Johann, hau einen hin! Wir gehen dann heim, uns langt's, wir haben keine Stimme mehr, jeder ist platt und die Kinder, die haben immer noch Vollgas. Ich war vor eineinhalb Jahren auf den Malediven im Urlaub. Es war sehr entspannend und ich hätte es nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt. Für diese 12 Tage war das sehr schön. Ich könnte mir schon vorstellen, für eine gewisse Zeit temporär woanders zu leben. Allerdings nicht mein Leben lang. Diese Freude auf zu Hause, die überwiegt. Und ich mag das eigentlich auch hier mit den... Freilich, jetzt ist es kalt und jetzt ist es frisch und jetzt fallen die Blätter von den Bäumen, aber irgendwo gehört sie mit dazu. Also diese Jahreszeiten, alles, was irgendwo bei uns dazu gehört, das gefällt mir. Ich bin hier schon einfach daheim, ja. Das ist meine Heimat.